Servus Leute und herzlich willkommen auf meiner Airsoft Couch. Es ist Freitag und das heißt Review-Zeit bei uns und wir haben heute für euch die ICS M16. Nee, nicht schon wieder ein scheiß M4-Modell. Immer diese blöde AR-15-Kacke. Die riecht mich so langsam echt auf, der Scheiß. So. Machen wir die jetzt. Viel besser. Heute im Review, jetzt seht ihr das richtig, die Bugatti Sport, ich muss jetzt schnell mal lesen, AKRS Edition und wie das Teil im Vergleich zu den M4s ist, das seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß. Wer hat den Dickstand? Danke! Friede! Beginnen wir wie immer, wie die Waffe zu euch kommt. Die Waffe kommt, wie ihr schon gesehen habt, in einem einfachen Pappkarton. Im Inneren ist die Waffe aber sehr schön eingebettet in dieser Luftpolster, Schaumstoff, Folie, was auch immer das ist. Dann schauen wir uns mal an, was ist alles dabei im Lieferumfang. Wir haben hier auf jeden Fall einmal ein Speedloader. Dann haben wir für die ICS Sport typisch zwei Magazine, ein Midcap, ein Highcap, ein paar Kügelchen haben wir hier noch und noch das Tool zum Einstellen des Kornes. Natürlich, was auch dabei ist, ist ein bisschen Papierkram. Wir haben hier eine Bedienungsanleitung, die ich euch wie immer jetzt einblenden werde. Darin ist halt beschrieben auf Englisch und auf Chinesisch oder was das ist, was welche Bezeichnung hat, wie man den Feuerwehrmodus einstellt, den Akku einlegt, das Magazin bedient, die Visierung einrichtet, bei der mit Klappschaft in dem Fall auch, wie man den Klappschaft umstellt und so weiter und so fort. Weiter hinten haben wir dann noch eine kleine Explosionszeichnung auf zwei Seiten. Ist schön detailliert, passt auch so, da kann man aber echt nicht meckern. Ja, also da auf jeden Fall macht auf jeden Fall gute Dienste das Ganze. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem guten Stück. Machen wir weiter mit den Metall- und Plastikparts, schlichtweg mit der Verarbeitung. Die ganze Waffe ist prinzipiell erstmal aus Metall gefertigt, lediglich kleinere Kunststoffteile, dazu komme ich aber dann im Laufe des Vorgangs. Fangen wir wie immer bei uns gewohnt von euch aus rechts nach links und dementsprechend haben wir hier anfänglich den Mündungsfeuerdämpfer, der M4 nachgebaut ist. Also das ist ein M4-Mündungsfeuerdämpfer, der lässt sich abschrauben und drunter finden wir dann einen 14 mm Negativgewinde. Das Korn ist in der Höhe einstellbar und dann kann ich die meinem Belieben anpassen. Ich ziehe es mal weiter. Dann haben wir hier unser Rail-System. Wir haben sowohl on top als auch links und rechts als auch unten 22 mm Schienen angebracht zum Anbringen zahlreicher Ergänzungsbauteile wie Frontgriffe, Akkuboxen, Zieleinrichtungen, wer möchte hier vorne, ist alles kein Problem. Dann nehmen wir das ganze Ding ein wenig weiter. Dann kommen wir hier zur Kimme. Die Kimme lässt sich in der Höhe einstellen, je nach Weite der Entfernung. Bei der Real Steel, bei der Airsoft ist es relativ
unscheinbarhaft und auch eigentlich nicht großartig von Bedeutung. Dann haben wir unseren Durchladehebel, den wir hier sehen. Wenn wir diesen betätigen, findet sich darunter das Hop-Up-System. Durch den Schieber nach vorne wird das Hop-Up erhöht und den Schieber nach hinten wird das Hop-Up verringert. Dann weiterführend, nicht irritieren lassen, ich habe es jetzt mal auf einem M4-Magazin angebracht, haben wir hier unseren Feuerwehrhebel. Rastet sauber und vor allem sehr schön in den gewünschten Positionen ein. Und somit ist ein Verstellen während des Spiels somit nicht möglich. Dann haben wir hier unten unseren schönen Trigger Guard, der auch stabil an der Waffe befestigt ist. Wenn wir die Waffe weiter nach hinten schieben, finden wir hier unseren Kunststoffgriff. Das ist auch mit oder das ist der einzige, das einzigste Kunststoffteil an der Waffe, der Handgriff. Ja, AK-typisch, schwarzer Kunststoffgriff. Da ist eigentlich nichts dagegen zu sagen. Ich nehme es mal aus der Verankerung raus, damit ich es euch so besser zeigen kann. Dann haben wir den Schaft. Schön stabil gehalten, da wackelt auch nichts. Das ist überhaupt kein Problem. Kann man gut benutzen. Dieser ist auch einklappbar und rastet sauber ein, wie ihr hier sehen könnt. Zum Entsperren oder zum Entklappen drehe ich es mal für euch mal schnell um. Wir haben hier drinnen eine kleine Nase, die drücken wir einfach nach hinten und dann kann ich den Klappschaft einfach wieder aufklappen. Drehen wir es nochmal so rum. Ich möchte euch die Akku-Unterbringung zeigen. Und zwar ist das Akku im Gehäusedeckel untergebracht. Wir drücken einfach diese kleine Nase nach hinten weg, können den Gehäusedeckel nach oben abziehen und hier haben wir den Dienststecker verlötet. Schön gemacht. Passen gute Sticktypes rein. Also wir haben hier ein relativ großes Fach, das nach vorne noch ein bisschen weiter geht. Also da lassen sich ordentlich Akkus unterbringen, die, denke ich, für einen ganzen Spieltag reichen. Ansonsten haben wir natürlich hier unsere Rails für Akkuboxen. So, dann gehen wir noch schnell auf die Markings ein. Ich hoffe, man kann es relativ gut sehen. Wir haben hier unser Begadi Kaliber 6 mm und das F im Fünfeck. Dementsprechend natürlich noch die Artikelbezeichnung. In dem Fall AK, muss ich selber mal schnell schauen. AK Sport, genau. AK Sport ist da drauf aufgebracht und somit in Deutschland legal bespielbar. Markingstechnisch ist es das auch schon, also mehr habe ich nicht. Lediglich auf der Top Rail bei der Visierung ist noch eine leichte Anbringung der jeweiligen Visierzahlen. Entfernungslinien heißt es, glaube ich. Und ja, gehen wir nochmal schnell auf die schützenlinke Seite. Wir haben hier auch eine schöne Montage zum Anbringen einer Rail-Schiene, also eine Zielvisierschiene. Da lassen sich alle gängigen Visiereinrichtungen anbringen, die es so auf dem Markt gibt und könnt ihr auch gut verwenden. Ja, alles in allem ist es sehr robust, also es wackelt nichts, es knarzt auch nichts. Also da hat Begadi mit der Sportserie wieder ein gutes Teil abgeliefert und kann ich euch von der Verarbeitung nur wärmstens empfehlen. Gut, wie gesagt, dann haben wir die Verarbeitung soweit durch. Komme ich nun zum Chrono und zum Schusstest. Wir haben diese Waffe natürlich auch wieder für euch im Schuss- und im Chronotest gehabt, gekronet, wie immer mit 0,20 Gramm Kugeln und einem 11,1 Volt Lipo. Diese Waffe ist auch mit 7,4 Volt kompatibel. Ich würde aber prinzipiell wirklich auf 11,1 gehen, weil ihr damit auf jeden Fall dem Gear Jam sozusagen den Kampf ansagt. Dazu aber später im Technikbereich mehr. Die Waffe haben wir auch auf Reichweite geschossen, also Präzision gemacht, auf 30 Meter Indoor. Und hier ebenfalls wieder mit 0,25 Gramm Kugeln geschossen. Und was wir da für Ergebnisse bei der Waffe erzielt haben, das zeigen wir euch jetzt.
So, kommen wir nun zum Technikpart. Ich habe es jetzt schon mal herausgebaut aus der Waffe, Shell, wie auch immer. Machen wir weiter. Also, wir entfernen auf jeden Fall erstmal die Schrauben, die zwei, die hier vorne, hier oben und dann das Blech muss noch runter. Das machen wir jetzt fix. So. Ach, die Kabel könnt ihr euch auf Seite legen, ich hab's jetzt nicht direkt. Und dann öffnen wir das gute Ding. So, dann haben wir das gute Stück. Schauen wir es uns mal an. Uns mal die Teile so weit raus, dass wir uns das besser anschauen können. So. Was gleich auffällt, es ist, also ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber schaut euch das an, ey. Warte mal, vielleicht kriegt es der Autofokus hin. Ups, wo ist es? Nee, kriegt er nicht hin. Es ist auf jeden Fall Schmodder ohne Ende da drin. Also ein Schmiermittel scheitert es auch, schaut euch das mal an. Also an Schmiermittel scheitert es bei dem Teil wirklich nicht. Also da, ja, also das ist schon fast, also in meinen Augen schon zu viel des Guten. Die, da haben sie es bei der jetzt echt gut gemeint. Egal, schon. Also schauen wir es uns an. Also wir haben hier die klassischen Kümmer Stahlgears. Für die Stärke, was die Waffe bringt, reichen die vollkommen aus. Ich will es auch nicht höher gehen, eher niedriger gehen, weil die Waffe, die AK, was wir jetzt halt im Review haben, die ist doch relativ klein. Dementsprechend würde ich euch vielleicht sogar raten, von der Energie ein bisschen runter zu gehen. Ist aber jedem das seine. Wie gesagt, die Gears laufen schön ruhig, da kann man überhaupt nicht drüber meckern. Die Switch ist eine Standard V3 Switch, deswegen 11,1 Volt Lipo ist zwar machbar, aber das wird auf Dauer die Switch auf jeden Fall schädigen und die wird dann als erstes die wir als erstes austauschen müssen. Dann haben wir den Spring Guide, den schauen wir uns mal an. Schön gemacht, Kugel gelagert, damit sich die Feder während des Spannens oder beim Entspannen frei drehen kann. Schön gelöst und ja, da können sich manche Waffen, die halt weit über 250, 300 € kosten, noch was Scheibe von abschneiden, dass in dem Preissegment sowas verbaut ist. Dann haben wir wahrscheinlich die größte Schwachstelle von der Waffe und zwar ist das Pisten- und Pisten-Head. Also, ihr seht schon, dicht ist was anders und trotz dieser in Anführungszeichen Undichtigkeit auf 1,8 Joule ist schon heftig. Also wenn man sie komplett abdichtet, könnte man sogar die 2 Joule knacken. Das wäre auf jeden Fall möglich. Und Kümmer typisch hier der Zylinder Head. Das ist ja, nee, das ist Schwabbel, Schwabbel, Bagel, Bagel. Aber nichts, was großartig abdichtet. Hier auf jeden Fall Ersatz. Aber das sind wir ja gewohnt, das sind nicht die erste Kümmer, die wir da haben. Das Nozzle, Kunststoffnozzle, die Tablet Plate. Überhaupt kein Problem, kann man lassen. Das Nozzle, Kunststoffnozzle. Naja, gut. Es tut ihren Dienst. Wie gesagt, wenn man den Pistonhead austauscht, wenn man den Zylinderhead austauscht und das Nozzle und damit eine relativ guten Dichtigkeit hinkriegt, also wie gesagt, da könnt ihr auf jeden Fall auf 2 Joule, denke ich, ist realistisch machbar. Deswegen Federdrosseln wäre ratsam. Egal, dementsprechend mein Tipp für die Technik, sie ist grundsolide, sie wird auch ihren Dienst tun.
Aber falls dann doch was kaputt gehen sollte, würde ich immer sagen, spielen bis kaputt. Also jetzt nicht kaufen, gleich was wechseln. Ich würde spielen bis kaputt. Und dann würde ich Folgendes tauschen. Zum einen Zylinderhead, ganz klar. Den Zylinder würde ich sogar lassen. Dieser Messingzylinder, da habe ich relativ gute Erfahrungen mitgemacht. Dann Pisten mit Stahlzähnen, jeden Fall. Pistonhead, Aluminium, vielleicht mit zwei O-Ringen. Könnt ihr euch aussuchen. Und das Nozzle ebenfalls mit O-Ring. Das würde ich machen. Und eventuell, wenn dann noch Geld übrig ist, den Motor tauschen. Da habt ihr dann verschiedene Optionen, wenn ihr die Feder drin lasst und spielt mit 7,4 Volt, dann Aimtop rein oder ein ICS 3000 in der kurzen Version. Dann könnt ihr auch mit 7,4 Volt das Teil betreiben. Wenn ihr sagt, nee, ich will den Modo behalten. Okay. Egal. Also wenn ihr den Modo behalten wollt, dann würde ich auf jeden Fall euch raten, entweder 11,1 Volt Libo und ein MOSFET reinlöten. Oder ihr sagt, ich zwick was von der Feder ab, dass ich von der Energie runterkomme. Dann könnt ihr den Motor drin lassen und ebenfalls auf 7,4 Volt gehen. Das wäre mein Tipp. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht machen. Und ja, dementsprechend war es das jetzt halt von der Kümmer in der technischen Bereich. Hat man ja schon mal. Und ja, würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Fazit. Kommt man noch schnell zum Fazit von dem guten Stück. Die Bauweise ist auf jeden Fall sehr robust und für den Preis, was mich hier bezahlt, 220 Euro oder sowas, bin jetzt nicht mehr genau sicher, kriegt man auf jeden Fall ein gutes Stück Airsoft-Waffe. Sie ist, wie gesagt, schon sehr robust, vollkommen aus Metall gefertigt, lediglich kleinere Kunststoffteile, die aber nicht ins Gewicht fallen. Die Technik ist solide, robust, allerdings hier, sagen wir mal, auf jeden Fall ist Verbesserungsbedarf da. Heißt Motor, MOSFET, Pisten plus Pistonhead, Zylinder oder auch ein Zylinderhead, wer will, aber an für sich so out of the box rausnehmen. 11,1 Volt Lipo, habt auf jeden Fall auch was, was ordentlich Dampf macht und auf jeden Fall was von der Präzision her sehr angenehm ist oder überraschend gut ist aus einer Stockwaffe. Ja, Negativpunkte, wie gesagt, dieser Technikbereich ist sowas, das kann man jetzt nicht unbedingt als negativ sehen, aber es ist Verbesserungsbedarf da. Negative Teile würde ich auf jeden Fall sagen, dass man den Schaft, den man abklappen muss, der klappert ein bisschen. Das ist leider ein bisschen nervig, störend, wie ich finde. Und die Magazine hängen drin wie ein Hundseischwanz. Also das ist auch so eine Sache, wo ich sagen muss, ist ein bisschen blöd. Aber ich habe die ICSRK haben wir letztens mal da gehabt. Das ist bei denen genauso. Es scheint so eine Art AK-Krankheit zu sein. Egal. Auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat unser kleines Review zu dieser AK-RAS gefallen. Lasst mich halt wissen, Kommentarfeld unten benutzen. Ansonsten könnt auch gerne aus der Videobeschreibung unsere Homepage erlesen. Da haben wir jeden Monat ein Spiel in Heinersdorf. Wer uns mal besuchen will, kann das gerne tun, kann sich anmelden und ja. Ist auf jeden Fall immer ganz lustig. Ansonsten, Abo, Daumen, negativ, also positiv, ist mir egal. Lasst da. Und ja, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und bis dahin, euer Heubi FV. Ciao.